Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute bin ich hier mit Victoria auf Mallorca. Wir nehmen den Film, das Intro schon ein paar... Und zwar, wir haben heute etwas Tolles für euch vorbereitet. Es gibt etwas für euch zu entdecken. Und zwar, wir haben hier irgendwo im Video ein Easter Egg platziert. Das heißt, irgendwo gibt es einen Code und mit diesem Code könnt ihr von Level Up einen Gratisartikel bekommen. Das heißt, ein Gaming Booster, ein Testset, Hydration Drinks. Die ersten 100 Leute, die das während des Videos irgendwo an irgendeiner Stelle entdecken, können dann komplett versandkostenfrei, ohne irgendwas bezahlen zu können, bei uns im Webshop das bestellen. Aber ihr müsst natürlich aufmerksam sein und das Video schauen. In diesem Video geht es um Parfüms. Genau, Parfums, die ja mit dem Thema des Meeres zu tun haben. Denn wir werden jetzt Urlaub, warm. Genau, denn wir werden jetzt als erstmal kurz einen Espresso trinken, damit wir wieder fit sind. Und dann geht es nämlich aufs Meer und dort werden wir euch ganz tolle Sommerdüfte zeigen, die was damit zu tun haben. Let's go! Und als ersten Duft haben wir etwas vorbereitet von der Coffee Break Collection. Normalerweise muss ich sagen, von Xerchoff gefällt mir die Kollektion jetzt nicht so sehr, aber wir haben mit dem Duft eine Sache gefunden, die euch in jedem Fall an ein Espresso erinnert. Und zwar. Wir haben hier Golden Bean. Also meinst du es mit Kaffeebohnen oder wie? Nö, also die Coffee Break Collection ist ja eigentlich entstanden daraus, dass Xercho Momo überall, wo er so auf Reisen ist, immer einen Espresso, glaube ich, trinkt und dann halt versucht, das Ganze in einem Parfum festzuhalten. Mhm. Und die Kollektion umfasst diverse Düfte. Ich hatte mit Golden Mocha jetzt nicht so wirklich meinen Geschmack getroffen, aber als Herbert mir den neuen Release Golden Green gezeigt hat, muss ich sagen, hat das voll und ganz meinen Geschmack getroffen. Wir haben hier einen Duft, der ein bisschen mehr Energie hat. Also wir haben hier, sag ich mal, in der Kopfnote Pfeffernoten drin, die ein bisschen stärker sind. Also es sind auch noch so ein paar beerige Noten. Ledernoten sind sehr stark mit drin. Und dann als Basisnote ganz, ganz spät im Drydown ist es dann Kaffee tatsächlich. Also das hier ist wirklich ein Business-Duft. Ja, wenn ihr jetzt beispielsweise etwas sucht, das sonst wahrscheinlich niemand trägt, dann ist Golden Green so eine wirklich gute Sache. Aber ich muss auch sagen, das ist ein sehr mediterraner Duft. Also ich glaube, dass der mediterrane Duft erinnert dich an die Mediterrane, weil wir gerade hier sind. Ja, das harmoniert ziemlich gut. Also das heißt, bei dem warmen Wetter, schön grün, Palmen, wunderschöne Kakteen überall drum. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Mischung. Und ich muss sagen, gerade so mit Kaffee und so, so diese Morning-Feeling, so ein bisschen so. Ich glaube, es ist auch ganz cool, wenn man morgens aufsteht, ne? Weil wir sind ja früh aufstehen, wir sind ja schon sehr lange wach. Ne? Aber und dann den Duft aufträgt. Das ist ganz gut. Also ich würde schon fast sagen, ich würde mich als Mann abends sogar schon darauf freuen, morgens aufzustehen, mal einen Kaffee zu trinken. Das ist doch der Wahnsinn. Also wer dann jetzt nicht zuschlägt, dann ist doch verrückt. Ne? Unser nächster Halt ist tatsächlich der Hafen, denn wir werden als nächstes aufs Boot gehen. Und da haben wir noch einige Düfte vorbereitet, die mehr in diese Sea-Richtung gehen. Seid da sehr gespannt, da sind noch ein paar Überraschungen für euch vorbereitet. So, hier haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht. Und gefunden. Und zwar, wie könnte es anders sein? Als ersten Duft hier auf der See haben wir einen rausgesucht von Xerchoff. Ja, ich glaube, es ist einer deiner Lieblingsdüfte mittlerweile geworden. Ich habe es oft erwähnt und die Leute kaufen es einfach gerne. Es war oft ausverkauft. Mhm. Und zwar rede ich hier von 40 Knots, ja, das ist von Xerchoff. Und wenn man mal schaut, so die Flasche auch, im Verhältnis zur See. Es wurde ja quasi entwickelt mit dem Gedanken, es in diesen Momenten hier zu tragen. Oh. Oder einen, zu transportieren in die Welt, wenn man jetzt hier ist. Sagen, du bist zu Hause, machst dich gerade fertig und möchtest diesen Moment erleben. Ach so. Dann trägst du es auf und du bist quasi hier am Boot. Das gibt es ja nicht. Vielleicht erleben wir das jetzt doppelt und dreifach. Ja. Wir sprühen das Ganze mal auf. Okay, ich bin jetzt irgendwo zu Hause auf der Couch, rieche das. Oh mein Gott! Auf einmal bist du hier. Oh mein Gott! Nein, also wir haben hier einen Duft, der tatsächlich auch mit einem etwas, ein bisschen wärmeren Tönen bestimmt. Also wir haben hier sogar ein bisschen Zimt drin. Das wollte ich gerade sagen. Es riecht so leicht weihnachtlich, ist es aber nicht. Nee, also es gibt... Also ich habe jetzt nach der Note gesucht, warum es so nach Plätzchen so ein bisschen, ne?
Also es ist auf jeden Fall ein Duft, mit dem man Eindruck schindet. Es ist auf jeden Fall für den Alltag gedacht. Wir haben hier frische Noten drin, wie beispielsweise auch Zitrone und Limone. Mhm. Und das Ganze gepaart, sage ich mal, mit etwas süßeren, auch holzigen Tönen. Mhm. Und das findet ja eigentlich so die, wie in der Meeresluft. Also ich muss schon sagen, dass das so ein Kapitänduft. Also da bist du schon so ein Kapitän auf dem Boot und hast den Forte Nos drauf. Schaut da einfach mal gerne vorbei. Wenn ihr denn Düfte mögt wie Kirke, dann wäre das jetzt etwas, was mehr alltagstauglich ist. Hat auch eine gewisse Süße mit drin, aber ist auch, etwas frischer mit. Ja. Von daher, wir machen weiter mit dem nächsten Duft. Ja. Der wird auf jeden Fall uns ins Wasser transportieren und wird etwas salzig. Vielleicht. Hoppa! Es wird wirklich knapp, ne? Ich weiß selber nicht, was ich tue. Wirklich? Nee, wirklich. Warum tust du das? Das ist irgendwie so der Nervenkitzel. Okay, na dann. Kann ich auch mal. Ja? Ich mag. Wir haben hier als nächstes von Quinto Canto einen Duft, über den wir schon ein paar Mal im Livestream gesprochen haben. Was für eine Farbe! Wie heißt der denn? Geil! PDF. Okay. Okay, es hat, raus. Also es hat jetzt nichts, es hat nichts mit dem PDF zu tun, sondern wir haben hier tatsächlich einen Duft, der schon sehr in die Meeresrichtung geht. Also das hier richtet sich an alle Leute, die vielleicht Salaria schon zu Hause haben oder etwas suchen in der Meeresrichtung. Hier bekommt ihr ein fein abgestimmtes Meisterwerk. Und ich sage es wirklich so, denn Salaria geht in eine Richtung, in diese salzige Meeresrichtung. Aber bei PDF haben wir einen Duft, der noch mal hochkomplexer ist. Wir haben hier Kaffeenoten mit drin. Vanille. Vanille aus Madagaskar. Karamell. Karamell auch, süße Noten. Es ist schon so eine Richtung. Salz. Ja, also man hat hier schon die klare DNA von Kirke auch irgendwie, ne, dass man weiß, okay, Tiziana Terenzi hat das Ganze hier erschaffen. Aber es bringt so eine andere Komplexität mit. Ich muss schon sagen, es hat mit Kirk, also vielleicht eine leichte Richtung. Süße, aber die Süße. Nein, ich sag jetzt nicht, aber ich sag für Leute, denen das gefällt, ist immer schwierig, so eine, sowas Beispiel, mitzugeben. Ja, ja. Also hier haben wir wirklich einen Sommerduft, der euch an den Strand versetzt, aber auch eventuell gerade für abends interessant ist. Das Einzige, was dagegen spricht, ist halt der Preis. Ihr müsst bereit sein, 300 Euro hierfür auszugeben. Aber dafür sind es auch 100 Milliliter. Ja. Also wir haben jetzt nicht extrem lange haltbar, muss man sagen. Extra de Parfum, genau. Also das hier ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft, mit dem ihr rausstechen werdet. Und diesen hier wird garantiert kein anderer tragen. Ja. Also damit seid ihr einverstanden. Also Sommerduft, aber auch nicht nur für den Urlaub. Also es ist ein schöner Allrounder. Aber das hast schon recht. Also es ist so Feeling. Ich finde irgendwie, hier schmeckt eher alles nochmal besser. Jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Location. Auf Luise unterwegs hier. Und wir haben einen Duft jetzt vor uns, der in eine komplett andere Richtung geht. Es ist schon etwas, ein etwas männlicheres Thema, auch erwachseneres Thema. Aber maritim. Maritim auf jeden Fall. Ich lese mal den Text vor und dann mal sehen, vielleicht erratet ihr, um was es geht. Also, wir haben hier eine Meeresbrise streichelt sanft über die Wellen des Ozeans und verkündet die frohe Botschaft der Sommersonne. Mit den unzähligen Aromen mediterraner Sträucher von Seekiefern, die sich über das Meer neigen, vom Duft der Kräuter und milden Gewürze, der prickelnde Duft des salzigen Schaums der Meere, das sonnenstrahlbestrahlte Bild, Zitrusfrüchte und Wiesenblumen. Also wenn das mal nicht passt, oder? Der alte Server. Ich bin heute Serverboy. Das ist der günstigste Duft, den wir aktuell in diesem Video haben. Und zwar, was für eine Geschichte. Ja, also wenn das mal nicht hier ins Thema passt. Oder? Wir haben hier von Lorenzo Villoresi Mare Nostrum Aura Maris. Das ist ein Duft Eau de Toilette. Das heißt, es ist ein bisschen von der Duftölkonzentration nicht vergleichbar. Aber ich kann euch trotzdem sagen, dass er sehr lang anhaltend ist durch seine Kräutermischung. Wow. Also wir haben jetzt, um mal reinzugehen in die Eigenschaften. Wir haben hier 50 Milliliter bzw. 100 Milliliter als Auswahl. Mhm. Was kostet denn 50 Milliliter? 88 Euro. Leute, dafür
Hoppala, hoppala. Für 80 Euro kann man ihn durchaus mal mitnehmen. Wir haben hier frische Zitrus, floral warmen Amber und hinten raus grüne Noten und auch ein Hauch von Patchouli mit drin. Okay. Hat auch kühlende Noten. Ja. Ich würde jetzt sagen, von der Altersstruktur her ist es schon eher sowas ab 25. Also ich konnte schon mir vorstellen, dass auch etwas jüngere Leute sich sowas holen. Aber ich muss sagen, es ist also kühl auf jeden Fall. Also so, es riecht wirklich sehr abkühlend. Und auch schon elegant. Ja. Nicht sportlich. Nee. Und man riecht das. Man hat direkt vor Augen, kennt ihr diese ganz, ganz große Zitrone, die diese dicke Schale hat, so diese schöne, stimmt, so diese italienische, so wo man, das ist so, ja, also es ist direkt also die Assoziation. Sehr, sehr schöner Duft. Sehr schöner Duft. Und für diesen Preis muss man sich mal anschauen. Ja. Geht in die zitrische Richtung, wirklich macht sehr viel Spaß zu tragen. Schöner Sommerduft, ja. Ja. Und wir legen los mit dem nächsten Duft. Und zwar von Tiziana Terenzi oder vielmehr Gerardino Benessere. Ja, also die eine Linie von denen. Und zwar von der Titanenserie. Also alle Flaschen, die jetzt nicht durchsichtig sind, sondern Rosa, Gold. Genau, die nennt man Titan. Die sind in dieser Bibliothek der Düfte ein wesentlicher Pfeiler. Und wir haben hier uns Oceania rausgesucht. Oceania. Oceania, würde ich sagen. Eigentlich Oceania, aber wir hatten diesen Duft schon tatsächlich mal auf einer Reise mit dabei. Welche denn? Das hier. Das auf welcher Reise? Auf Dubai, meine ich. Auf den Dubai? Okay. Bei einer Dubai-Reise? In Dubai. Ah, okay. Eine Dubai-Reise. Unter Dubai-Reise. Es bietet sich halt wirklich an. Also wenn nicht diese Duft, dann welche sonst? Welcher sonst, genau. Und zwar, wir versuchen mal hier vorzulesen. Aus der Kraft des Wassers und des Meeres entstieg Oceanus, eine uralte Gottheit des Meeres, der über die Ozeane und alle Gewässer herrschte. Er besitzte unermessliche Macht über aquatische Frische, aha, des großen tiefen Blau, über die Bewegung der Gezeiten und über die Kraft der schäumenden Wellen. Ne? Natürlich wissen wir, dass das Quatsch ist. Wir haben hier in der Basisnote Moos, Sandelholz, also das heißt etwas holziger Noten. Dann geht das Ganze weiter mit Pfirsich, Passionsfrucht und rosa Pfeffer, das heißt ein bisschen spitzere Noten mit drin. Und dann in der Basis Meeresnoten und Sauerstoff. Ich kann direkt sagen, falls ihr der Meinung seid, ihr habt hier sowas wie Salz und Salaria drin, das ist etwas anderes. Komplett. Aber wenn ihr Salaria zu Hause habt, hier in dieser Linie ist ja ein spezieller Stoff, der sich ineinander sehr gut verbindet. Das heißt, das hier ist explizit für Mischen gedacht, also zum Layern von Salaria. Von daher, falls ihr einen, sag ich mal, aquatischen, frischen Duft sucht, ja, der so Ansätze von Cool Water hat. Ah, das kann sein. Dann habt ihr hier eine neue Erfindung und finde ich sehr, sehr spannend. Und gerade wenn ihr aus der Benessere-Serie schon was im Schrank habt, dann... Eine meiner Lieblingssuppe von Giordino Benessere. Ist tatsächlich so, ne? Tatsächlich so, ja. Aber ich muss sagen, das kann nicht wahr sein. Warum sind die Düfte hier so anders? Jetzt riech mal dran. Es riecht doch zu Hause komplett anders als hier. Nein. Doch. Nein. Es riecht viel besser. Viel noch besser? Besser als zu Hause. Wenn ihr das zu Hause habt, dann riecht das noch besser als hier. Wir haben hier ein wirkliches Highlight. Es wird selten darüber berichtet, weil dieser Duft einfach in der Anschaffung so unglaublich teuer ist. Ich kann euch sagen, es gibt keinen Duft in der gesamten Kollektion, die wir anbieten, was so ein Abenteuer ist, auszupacken. Also Atlantide von Tiziana Terenzi aus der Seastar-Kollektion sieht erstmal optisch natürlich gigantisch aus. Wiegt auch einfach mal so 3 Kilo. Aber wenn ihr das zu Hause erhaltet, wird dabei einfach ein Tubus dabei sein und es wird in einem Meereswasser quasi sein und ihr holt das da raus. Und das hat mit dem folgenden Thema zu tun. Und zwar Atlantis, ewiges Mysterium. Der unsterbliche Mythos von Atlantis geht auf Platon zurück, der im 4. Jahrhundert vor Christus vom dramatischen Untergang einer großen Zivilisation berichtete. Ja? Die Legende vom meerversunkenen Atlantis hat seither unzählige Menschen inspiriert, so auch Tiziana Terenzi. Ja? Dieses olfaktorische Tauchabenteuer, eine Reise zu den Tiefen des eigenen und inneren Selbst. Ich kann eine Sache sagen. Die Duftrichtung, die wir hier ansprechen, ist etwas ganz anderes. Wir haben hier hochkonzentriertes Tuberose, gepaart mit Neroli, ein bisschen Rose. Aber ich muss schon gerade sagen, dass dieses fruchtig-frische
clean, saubere, das heißt Iris, Tuberose und Neroli, sich gut vermischt und extrem kühlend ist. Das ist ein sehr, sehr starker Duft. Sehr stark. Der übrigens der Lieblingsduft von Tiziana Terenzi selber ist. Ja. Das heißt, wenn man sie trifft, dann wird sie nach diesem Duft riechen. Ja. Es ist aber ein Unisex-Duft, sowieso in dieser Preisklasse, gibt es jetzt nicht für Männer oder für Frauen. Und von daher hat man hier einen sehr individuellen Duft. Und wenn ihr mal die Preise vergleicht, wir sind aktuell der günstigste Anbieter für diesen Duft. Ihr werdet keinen anderen finden, der einen besseren Preis für dieses Parfum machen kann. Mhm. So, das ist eine ganz neue Erfahrung. So Leute, wir sind hier am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Parfum-Video gefallen. Wir versuchen immer etwas Neues zu machen und auch nochmal vielen Dank hier an den Bootsbesitzer, dass er uns mitgenommen hat. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.